99 Namen sollst du in deinem Benehmen und Verhalten haben. Wenn du das hast, dann die Engel wollen mit dir kommen und umarmen. Und so wirst du segenreich sein. Wenn du ihn rufst, er kommt. Allah kommt. Wenn du was brauchst und du willst von ihm, er gibt dir sofort. Das ist der Unterschied. Allah antwortet, das Benehmen gegenüber meinem Namen ist, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. Was ist das? Wisse also, dass es keinen wahren Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Das heißt, ich soll wissen, dass keiner die Anbetung verdient außer Allah. Wenn du das achtest, dann hast du gegenüber diesem Namen richtigen Benehmen. Und wenn du das nicht achtest, dann du bist maßlos frech und gemein. Und du bist Sünder. Und du wirst verflucht und bestraft. Ja,